gut. Frage beantwortet. Er packt die Sense automatisch wieder ein. Ich habe einen Toaster. Ich habe das Schreiben. Ich denke, das sollte ich besser für mich behalten. Was macht das einen Unterschied, ob ich das Ding jetzt da aufhänge oder? Da stellt man doch keinen Becher ab. Was macht das für einen Unterschied? Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Was macht das für einen Unterschied, ob das Ding jetzt da dran hängt oder peng? Ventilator können wir auch nicht anmachen. In der Sense komme ich hier nicht weiter. Kann ich Matche denn mit dem Schreiben wieder konfrontieren? Ich vermute, das würde ihre Nervosität nur steigern. Ich vermute, das würde ihre Nervosität nur steigern. Ich vermute, das würde ihre Nervosität nur steigern. Es gibt doch jetzt keine Möglichkeit. Ich muss Treibstoff haben. So, das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte, dass es diesen gibt, wäre unten an den Autos. Dass die irgendwie noch irgendwie, dass sie da irgendwas abzwacken kann, ne? So, aber da guckt er auch nur ins Führerhaus und die Dinger sind abgeschlossen. Im Führerhaus ist nichts außer alte Plastikbecher und leere Donutschachteln. Ich habe jetzt auch keine neuen Gegenstände, wo ich sagen könnte... Okay, genau wie im anderen Führerhaus. Das würde jetzt Sinn machen, oder irgendwas? Die Särge kann ich nicht rausziehen, um jetzt vielleicht auch neue Sachen da irgendwie rauszuholen. Oder neue Seelen oder irgendwas. Geht's dir noch gut? Ich könnte mir auf der Treppe damit glatt den Hals brechen. Lass sie doch einfach nur rausziehen. Mann. Hallo? Puh, sie sind leer. Okay. Hallo? Puh, sie sind leer. Also haben wir hier leere Särge. Bringt mir das natürlich auch erstmal nicht weiter. Auf der Straße sind wir hergekommen. Da gibt es nichts außer Schnee und einer ziemlich coolen Sonnenbrille. Das heißt, ich komme dann nicht weiter. Da wird zwar ein neues... Was sehe ich denn noch nicht? Kann doch nicht wahr sein. Also ich kann jetzt hier rein, ja, gut. Hier hinten war irgendwie das Loch, wo der Zug reingefallen ist. Es gibt keine neuen Informationen. Oh, na vielen Dank noch. Das Tor öffnet sich und es schließt. Ja, nun nervt mich nicht. Keine neuen Möglichkeiten. Das ist, was ist das denn, ey? Wie bockschwer haben die das denn gemacht? Also gut, dass ich den ersten Raum... Da hätte ich jetzt gedacht, dass ich da jetzt irgendwie dann irgendwelche Dinge finde, die es mir dann erleichtern, aber... So, da wird er weiterhin nicht durchgehen. Ich habe versprochen, diese Leute zu retten. Ich kann nicht einfach ohne sie gehen. Ich glaube, gut, dass du gerade kommst. So, ja, hier guckt er ja schon mal extrem auffällig auf die Wand. Jetzt, wo ich einmal hier bin, brauche ich auch keine Karte mehr. Wow! Darauf ist all das abgebildet, was wir in unseren Prospekten lieber verschwiegen haben. Also, meine Mission ist es, einmal die Tickets zurückzuholen und Raketen oder zumindest Treibstoff irgendwie halt eben zu holen. Zu entwickeln, was auch immer. Ich speichere trotzdem mal einfach zwischen. Man weiß ja nie. So, das ist der Bahnhof, genau. So. Aber ich komme hier wieder mal nicht weiter. Das ist echt extrem frustrierend, dieses Spiel. Es kann doch nicht sein, dass man alles nur durch irgendwie Glück und Zufall hier irgendwie rausfindet. Gehen wir durch dein Inventar. In meinem Inventar habe ich einen Becher gehabt, den habe ich unten in die Küche gehängt, warum auch immer, ihr habt keine Ahnung warum. Und ansonsten habe ich nur die Sense und meinen Brief. Die Frage ist gerade, taugt vielleicht der
das Verpackungsmaterial, was ich da im Becher habe, taugt das vielleicht für als Treibstoff, als Festbrennstoff? Keine Ahnung. Mal gucken, vielleicht interessiert die das hier da oben. Mit dem Toaster konnte ich es nicht kombinieren, mit dem Öl. Hm. Da stellt man doch keinen Becher ab. Ich weiß nicht, ob die das interessieren würde. Haben wir fast gedacht, dass Glottis, wach auf und sieh dir das an. Oh, nee. Da stellt man doch keinen Becher ab. Also er bespricht ihn jetzt. Da stellt man doch keinen Becher ab. Zumindest drauf an, aber Glottis ist halt eben so schwach. Allerdings habe ich auch keine Räume mehr, um irgendwo was Neues zu finden. Hier ist so ein Papierkorb. Da guckt er sie mir nur die Werkzeugschränke an. Sie haben genau die gleichen Werkzeugschränke wie Glottis. Es ist beruhigend zu wissen, dass hier am Ende der Welt selbst das Öl wieder verwertet wird. Also Öl. In der Sense konnte ich da auch nichts weiter bewirken. Aber sie mir nur die Gondel angucken. Ich wüsste auch nicht, wo ich jetzt noch neue Gegenstände bekommen sollte. Alle Sachen, die ich irgendwie aufmachen könnte, sind abgeschlossen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Verpackungsmaterial irgendwie nachher für diesen Raketentreibstoff irgendwie sinnvoll sein wird. Aber in der Eingangshalle finde ich nichts. Ich finde nichts mehr unten bei den Autos, wo die Särge sind. Ich finde, ja, und das ist der dritte Raum hier. Und da finde ich eigentlich auch nichts. Jedenfalls kein toter Raum, um weiterzukommen. Kein weiter. Ich habe einen Toaster. Ja. Was bringt mir der Toaster? Was ist. Ich habe schon einen Becher und einen ziemlich hübschen noch dazu, wenn ich das hinzufügen darf. So, aber ich kann leider auch nicht den Toaster mit dem Kram hier verwenden. Das wäre vielleicht. Da stellt man doch keinen Becher ab. Dass er irgendwie sagt, okay, oh, das brennt ja. Gut, dann brauchen wir mehr davon oder so. Ich würde ihn ja trinken, aber ich habe Angst, dass mir der Packschaum den Kiefer versaut. So, das ist alles, das ist abgeschlossen hier. Und hier war nur ein Hinweis, Mensch, ich habe alles abgeschlossen, weil irgendwie rumgesaut wurde. Welche hängst du da schon hin? Ja, toll, aber ist ja kommt ja keine Aktion oder irgendwas, dass man sagt, okay, Mann, das macht Sinn. Keine Ahnung. Warte mal, wenn der hier. Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Aber worin sollen die kleinen Mechaniker dann ihren Toast toasten? Ist vielleicht irgendwie das Papier dazwischen hängen oder so. Man muss vielleicht eine Verbindung da irgendwie noch herstellen. Das vom Toaster rüber. Man bräuchte ja irgendwie ein Stück Draht oder irgendwas. Ich denke, das sollte ich besser für mich behalten. Wie kriegst du den Brenner, Quatsch, den Toaster? Den Toaster möchte ich gar nicht brennen lassen, sondern den Toaster möchte ich eigentlich. So. Jetzt bräuchte ich natürlich dann irgendwie noch so Toast oder irgendwas. Das werde ich aber nicht finden. Wenn, dann würde ich es natürlich im Kühlschrank suchen. Ich bin nicht eure Mutti. Da niemand meine letzte Warnung bezüglich der Reinhaltung des Kühlschrankes beachtet hat, sehe ich mich leider gezwungen, ihn abzuschließen, bis ihr erwachsen seid. Gezeichnet, ihr freundliches Wartungsteam. Schauen wir mal etwas genauer hin. Kann man eine Schublade. Also ich habe die war abgeschlossen. Die habe ich schon mal. Wieso geht denn die jetzt auf? Voller Lappen. Warum geht die jetzt auf? Ich habe vorhin, habe ich genau die gleiche. Das war die einzige Schublade. Warum? Das heißt, dass wenn ich das Ding wegnehme, geht die. Moment. Ey, also hallo, das ist. Es kann nie schaden, einen sauberen Lappen dabei zu haben. Wenn ich die Tasse jetzt runternehme, ist das dann verschlossen oder was? Na gut, jetzt kriege ich sie auch nicht mehr zu, aber. Ich habe bereits einen Lappen, mit dem ich nicht weiß, was ich anfangen soll. Oh, Mann. Ich habe das vorhin ausgewählt, weil es die einzige Schublade war. So, und jetzt auf einmal aus dem Nichts ist diese Schublade offen, weil ich da die Tasse hingehängt habe? Macht doch keinen Sinn. Ich hasse es, wenn Leute ihre schmutzigen Becher einfach rumstehen lassen. Oh nein, ey, das kann doch nicht wahr sein.
Ich habe das vorhin, das war genau die einzige Schublade. So, dann wollte ich auch mal, ja, ist verschlossen. Ich dachte, okay, dann habe ich keine Möglichkeit. Oh, Mann, Mann, Mann. So, jetzt kann ich wahrscheinlich den... Das ärgert mich irgendwie. Und ich glaube, das haben sie auch irgendwo... Ich habe mal einen Testbericht von der GameStar gelesen zu dieser Remastered-Version. Und dass man manche Sachen einfach wiederholen muss. Warum auch immer. So, aber da... Oh. Ich habe jetzt einfach... Das Glück der Welt liegt in warmen Lappen. Okay, jetzt habe ich einen warmen Lappen. Bringt das was? Kann ich damit jetzt irgendwie den auf die Stirn legen oder so? Hier tupft seine Stirn damit ab. Er muss flitzen. Pfeif auf das Schwitzen. Entschuldigung. Er muss flitzen. Pfeif auf das Schwitzen. Sehr schön. Ich muss ihn ja wahrscheinlich zum Brennen bringen. Bringt mir das Öl da vielleicht was? Ja, sehr gut. Hoffentlich mache ich mir keine Flecken in meinen Anzug. So. Oh Mann, hartnäckig. Aber das ärgert mich echt bei dem Spiel. Also, dass da oft so solche Szenen kommen, wo man einfach... Was war in dem Becher? Mit etwas so Starkem könnte man sogar eine Rakete antreiben, wenn wir nur mehr davon hätten. Also, ich könnte ein paar LKW-Ladungen davon auftreiben, wenn ihr wollt. Wir schießen dich nun wie ein Pfeil in den Wind. Möchtest du das Herz des Windes durchbohren und das Blut des Himmels trinken? Geschwindigkeit ist die Nahrung des großen Glottis. Geschwindigkeit ist Leben. Kehre eines Tages zu uns zurück. Rubakawa, was für eine Stadt! Erinnerst du dich noch, Manny? Das ist lang her, mein Freund. Hier hält uns nichts mehr. Außer unserem Auto vielleicht? Und das... Dios mio! Sie ist... verdrahtet! Von wem? Wow. Wem? Das ist die Frage, die wir uns stellen, natürlich. Wie gesagt, ja, das Spiel mehrmals abgefuckt, deshalb habe ich mir das Adventure-Special auch gesagt. Ja, ich glaube, wenn man es gespielt hat, dann sieht man auch viele Dinge, oder man weiß ja schon mal, wo das hinführt, irgendwie. Und dann sieht man, genau wie gestern mit diesem, dass diese eine klitzekleine Kachel da im Prinzip das, die Lösung war gestern, das war dann echt ärgerlich, ne? Also ich finde auch, also das übertönt ja manchmal auch so diesen Humor, den wirklich grandiosen Humor dieses Spiels, irgendwie, dass die Rätsel irgendwie so also... Also, ich guck mir gerne nochmal das VOD an, aber da stand auf jeden Fall, das ist zu. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Ne, die Tasse war ja nur einfach wegen dem Brand, aber... Ich war ja gleich das Erste. Man guckt erstmal in die Schubladen. So ist das in Adventures, ne? Und wenn dann sagt irgendwie, ne, ist verschlossen, dann denke ich, okay, wir wollen Schlüssel oder irgendwas. Na gut. Also, hier haben wir irgendwie Dominosteine, die wir vermutlich lieber nicht umstürzen sollten. Ich glaube, wenn Glottis darüber läuft... Gucken wir uns das mal an. Die Steine sind wie eine lange Zündschnur. Da setze ich keinen Fuß rein. Besser? Die kleinste Erschütterung setzt die Dominosteine in Bewegung. Ich glaube nicht, dass meine Hände dafür ruhig genug sind. Wer hat denn ruhige... Matcher hätte ruhige Hände wahrscheinlich, ne? Also okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Noch nicht, oder?
Sieht aus, als hätte Domino seine Visitenkarte hinterlassen. Aber wie? Ich habe gesehen, wie es ihn zerrissen hat. Er muss es getan haben, als er das letzte Mal in der Stadt war. Keine Panik. Ja! Keine Panik, oder? So, gehen wir erstmal wieder zur Katzenarena rüber. Erstmal die bekannten Spots hier erstmal abgesehen. Scheinbar nimmt man es mit der Wartung hier nicht so genau. Okay. Kommt man hier eigentlich mittlerweile rein? Beim letzten Mal konnte ich da auf jeden Fall nicht lang. Ja. Es ist verschlossen. Aber da geht's zum oberen Dock. Aber im Moment liegt da nichts vor Anker. Okay. Tatsächlich auch meine Mutter, die häufig mal einschaltet. So, dann gucken wir erstmal uns um. Vielleicht auch erstmal mit ehemaligen Verbündeten reden. Gehen wir erstmal hier rein. Also eigentlich müsste die Polizei auch noch hinter mir her sein, ne? Oh, ist leer. Kommt jetzt endlich mein Geschirrspüler endlich mal irgendwann nachher zum Tragen? Oh, was haben wir denn hier? Zombie 1, 2, 3. Nur auf Eis geben und servieren. Würde ich ja, aber ich hasse es, Gelatine direkt aus dem Fass zu lutschen. Ich will mir keinen Bruch heben. Okay, dann brauche ich irgendwie ein Gefäß auf jeden Fall, um das wahrscheinlich irgendwie zu holen. Die Seife kann man mittlerweile nicht mehr auswählen. Der Geschirrspüler ist leer. Das klappt immer noch. Ich will keine dreckigen Teller. Das klappt auch noch. Wasser ist mittlerweile auch deaktiviert. Okay. Erstmal so ein bisschen die Fakten hier sammeln. Calavera, was machst denn du hier? Hab gehört, dich hätt's in Zapato erwischt, Süßer. Tja, Hector Lemans Versuch ist gescheitert und jetzt bin ich am Zug. Ich bin unterwegs nach El Maro, um ihm das Handwerk zu legen. Manny, dort hat sich einiges verändert. Du weißt nicht, worauf du dich einlässt. Ich komme besser mit. Gib mir nur eine Sekunde, dann bin ich soweit. Okay, aber wenn du in nächster Zeit eine Explosion hörst, fällt die Fahrt aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr vertrauen soll. So, was haben wir? Sense, Zettel, das war's. Okay, haben wir hier vielleicht irgendwie eine Flasche oder? Was war das denn? Was ist denn das für ein Geräusch? Und ist hier raus? Ich glaube, wenn wir jetzt auf sie warten, das wäre jetzt ein bisschen lange. Kann ich auch nochmal in meinen Club reingucken. Abgeschlossen. Das ist interessant. Gehen wir doch mal zu den Seebienen. Nein. Ich wollte hier, da. Gucken wir doch mal hier. So. Ich glaube, hier hinten waren die Seebienen. Und die steigen auch nicht mehr. Können wir einmal zum Leuchtturm hinten durchgehen. Schlüssel und so weiter habe ich dafür nicht mehr. Erstmal hier die ganzen Örtlichkeit nochmal absuchen. Na, ich glaube, hier wird wahrscheinlich auch nichts auf mich warten. Oh, ich kann jetzt erstmals um den Turm rumgehen. Ohne dass es mir was bringen würde. Reingehen kann ich nicht. Doch, kann ich noch. Aber gut, hier ist auch nichts. Oh, Lola. Jetzt haben wir sogar noch ein Achievement dafür bekommen. Komm mal über. So. Wo hätte ich denn noch irgendwelche, die mir nahe standen? Hier haben wir den vielleicht noch, falls ich Feuer brauche oder irgendwas. By the way, heads up. So, Nähmaschine ist repariert und jetzt kann ich die Decken und das Shirt fixen. Oha, das ist ja richtig. Das ist ja richtig Quests richtig am Start. So, hier, das, so. Und dann können wir nochmal an den Hafen. Aber ich glaube nicht, dass ich den Kapitän da nochmal finde. Doch. Manuel Calavera? Was ist aus der Limbo geworden?
Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Velasco. Aber sie ist bei der Perle untergegangen. Aber wir haben ein neues Schiff gefunden, die SS La Mancha, und konnten... Die La Mancha? Mein alter, rostiger Eimer? Wo ist sie? Oh, nun, wir haben sie in Puerto Zapato gegen ein paar Schlittenhunde getauscht. Das reicht. Ich verschwinde aus dieser stinkenden Stadt voller Gauner. Aber... Danke, dass du mein Baby wiedergefunden hast, Manny. Puerto Zapato, ich komme. Stadt voller Gauner? Ja. So, jetzt hier, seine... Vielleicht sollte ich es für ihn zu Ende bauen. Was ist denn das? Ist das immer noch... Ich würde es ja trinken, aber dann bleibt mir vermutlich die SS Lumbago im Halse stecken. Okay, damit habe ich jetzt wenigstens mal ein Gefäß irgendwie. Was haben wir hier? Abgeschlossen. Also weiterhin abgeschlossen, da hinten komme ich auch nicht weiter. Okay, gut, ich habe schon mal ein Gefäß und könnte damit wieder zum Club zurückgehen. Was ich da dann mache. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ey, ich kann immer noch. Ohne Publikum kann ich das nicht. Geil. Ohne Publikum kann ich das nicht. So, jetzt versuche ich mal die... So. Ohne zu wissen überhaupt, was ich damit dann... was für einen Sinn das haben könnte. Klappt. Sehr gut. Das hat dem Lumbago-Diorama noch gefehlt. Künstliches Meerwasser. Ich würde es ja trinken, aber dann bleibt mir vermutlich die SS Lumbago im Halse stecken. So, jetzt muss man im Inventar gucken. Das sieht ja interessant aus. So, jetzt habe ich hier irgendwie so eine... Das hat dem Lumbago-Diorama noch gefehlt. Künstliches Meerwasser. Kommt sie jetzt mit? Ne, immer noch nicht. So, eigentlich muss ich ja irgendwie da versuchen, die Dominosteine. Reicht diese Flüssigkeit, um die Dominosteine quasi nicht mehr fallen lassen zu können? Fragezeichen. So, komme ich hier vielleicht auch noch zum Tattoo-Studio? Oh. Luftschiff ist auch noch da. Und ich glaube, dann kann ich auch im Moment jetzt gar nicht mehr Plätze erreichen, ne? IP bekommen. Wie viel IP bekomme ich denn jetzt, ey? Wie geil ist das denn, ey? Der schläft immer noch. Das glaube ich also nicht. Also er schläft jetzt, okay. Ich dachte, deiner Mutter gefällt's bestimmt. Deiner Mutter gefällt's bestimmt. Deiner Mutter gefällt's bestimmt. Oh, Toto ist völlig fertig. Nein, ich möchte ihn nicht aus seinen Träumen reißen. Halt still! Ich will Toto nicht aufwecken. Heiß mit... Oh, was haben wir denn hier gerade gehabt? Oh, Toto ist völlig fertig. Halt die Klappe! Der ist irgendwie in seinen Träumen irgendwie am Tätowieren anscheinend. Nicht bewegen! Weiß nicht, ob das... Das möchte ich eigentlich nicht tun. Okay. Also irgendeine Rolle hat der ja bestimmt noch. Das deiner Mutter gefällt's bestimmt. Hallo, Vermittlung? Ja, ich bin's, Manny. Ich bin gerade in der Stadt und... Wow, immer noch sauer. Hör auf zu jammern! Okay, hier gucke ich erstmal nicht voran. Also muss ich jetzt einfach nur mit dieser Gelatine, die ich da habe... Das auf die Dominosteine da spritzen oder was auch immer. Das wäre jetzt so eine Idee, aber. Aha. Wir brauchen das Auto. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Ich habe es mir fast gedacht, dass das nicht die Lösung sein kann. Also. Ja, dann viel Spaß beim Einkaufen, Sydney, und danke fürs Einschalten. Hier komme ich nicht weiter.
Also ich habe Dominosteine, die dürfen nicht umfallen. So weit, so gut. Weil sonst, ja, das kann sich jeder selber erklären. Wieso habe ich die Gelatine jetzt? Wofür brauche ich die? Keine Panik. Ja! Bring dich lieber in Sicherheit, falls es explodiert. Ich werde bis zum bitteren Ende bei euch bleiben. Bring dich lieber in sich. Was für ein heißer Feger. Dem armen Kerl wird vor Aufregung bestimmt noch ganz schlecht. So, ich habe jetzt Gelatine und was mache ich mit der? Habe ich das überhaupt richtig verstanden vorhin? Ist er überhaupt wieder nüchtern? Der Tätowierer oder? So, also irgendwas fehlt mir. Vielleicht gibt es da jetzt auch neue Plätze. Das kann natürlich auch sein, die ich jetzt noch nicht gesehen habe oder übersehen habe. Abgeschlossen. Also zu meinem Club nach oben komme ich nicht. Sie kommt nicht aus der Bude aus. Und hier gibt es auch nichts, irgendwas Neues. Es gab nur das in der Küche. Gab es noch was Neues? Ne, komme ich nicht rein. Geschäftsführer, ich weiß nicht, macht das. Er sagt zwar irgendwas von Meerwasser, aber das ist ja schon drin. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Es muss ja irgendwas mit der Flasche auf sich haben, weil ich habe ja jetzt auch wirklich keine anderen Spots, wo ich hingehen könnte, glaube ich. Das ist Alkohol, der etwas Gelee-artig ist. Vielleicht könnte ich den Glottis irgendwie reinzimmern, damit der ruhiger wird. Moment, zurück. Der Fahrer war ja auch nur am Saufen, Katzen gucken. Das stimmt auch. Stimmt. Mal gucken, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Vielleicht kriegt er dadurch ruhige Hände und mal gucken. Oh, da tut sie was. Oh nein. Oh, bitte sei jetzt nicht abgeschmiert, Spiel. Ich glaube, ich bin jetzt auf so einen Bug getroffen. Also sehr offensichtlich auf so einen Bug getroffen. Ach, bitte nicht. Also mittlerweile, ich weiß ja jetzt, wo ich hin müsste. Das wäre ja halb so wild, aber... Das sieht nicht gut aus. Das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Und ich kann nicht mal Escape drücken. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, fuck. Hab ich wohl nochmal gespeichert? Ich bin mir selber gar nicht sicher. Ja, das Spiel muss ich wahrscheinlich jetzt einmal hart zumachen. So. Und starte das Ganze jetzt nochmal neu. Es kann doch nicht sein, dass... Schön auch, wie leise das immer ist. Es kann doch nicht sein, dass ein... Oh, fuck. Das war doch jetzt nicht mein letztes Spielstand, oder? Hab ich echt nicht mehr gespeichert seitdem? Wie doof bin ich eigentlich? Oh, Mist. Na gut, ich weiß, was zu tun ist. Das kriegen wir jetzt. Also, ich klicke das mal eben schnell durch. Ist ärgerlich, keine Frage, aber nützt ja nichts. So, was brauche ich? Was habe ich überhaupt? Ich muss ja, glaube ich, die Taste müsste ich ja schon haben, weil ich war ja schon unten. So. Da aufmachen. Hi. Es ist voller Lappen. Ich hätte mich jetzt gefreut. Es kann nie schaden, einen sauberen Lappen dabei zu haben. Ah, nee, stopp, ich Idiot. Nein, das bringt nichts. So, das Glück der Welt liegt in warmen Lappen. Hoffentlich mache ich mir keine Flecken in meinen Anzug. So. Ich drehe auch die Cutscenes jetzt einmal schnell ab, damit wir jetzt möglichst schnell wieder zu dem Stand kommen. Das ist jetzt nicht so weit weg gewesen. So. Was war in dem Becher? Mit etwas so Starkem könnte man sogar eine Rakete antreiben, wenn wir nur mehr davon hätten. Also, ich könnte ein paar LKW-Ladungen davon auftreiben, wenn ihr wollt. Oh, jetzt sind wir genau an der Stelle. So, ich speichere schon mal. Ich muss dran denken, aber öfter zu speichern. Jetzt sind wir tatsächlich auf so... Ich hatte ja vorher schon ein paar Mal gedacht, Emmy, dass ich da in einem Bug aufsitze. Aber... So, jetzt muss ich... Ah, ne, erstmal zum Kapitän. Bla, bla, bla. Manuel!
tut mir aber die Ma. Klick das oh, das ich ab. Danke. Da. Stadtvoller Gauner? Vielleicht sollte ich es für ihn. So. Also ich bin jetzt auf jeden Fall gut ausgerüstet für den Speedrun. Jetzt mittlerweile weiß ich, wie schnell ich hier die Szene noch durchklicke. So. So, da rein. Das Ding auffüllen. Gut, da haben wir nicht so viel Zeit jetzt verloren. Ist aber trotzdem, ich finde das eine Riesensauerei, dass wenn man schon so eine Remastered-Version macht, dann muss man doch wenigstens... Das hat dem Lumbago-Diorama noch gefehlt. Künstliches Meerwasser. Da muss man doch wenigstens dafür sorgen, dass das dann wenigstens backfrei läuft. Gehört, ich hätte... Okay, aber wenn du in nächster Zeit eine Explosion hörst, fällt die... Nein, nein, nein. Ich glaube, der Speedrun würde einfach nur dran scheitern, weil man sich immer wieder verklickt irgendwie. So wie jetzt hier. Aber wär auch ein interessantes Projekt irgendwie, den Weltrekord in Grim Fandango aufstellen. Das wird euch wahrscheinlich auch gefallen, ne? So, ich speichere jetzt. So, nehmen wir den hier. So, dann hoffe ich. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert und er nicht wieder an den Gleisen hängen bleibt. Okay, also wir haben dasselbe Problem. Ey, also wie kann denn sowas... Ich meine, die werden ja mindestens 5 Leute mal hingesetzt haben, die das Spiel durchgespielt haben, um irgendwie halt auch eine Qualitätssicherung festzustellen. Egal, wir verlieren jetzt zumindest keine Zeit mehr. Vielleicht muss ich vorher einmal kurz mit Lottes reden, dass er da irgendwie seine Position ein bisschen verändert. Ich hoffe, das funktioniert dann. Also bevor ich ein bisschen Getränk noch gebe. So, wir sind wieder zurück. Haben auch ein Bild.